Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeWola und heute würden wir gerne ein paar Dinge zum CFD-Handel sagen, weil es ein paar Anfragen gibt und es ja nicht ganz so trivial ist, wenn man in der TWS hier CFDs handeln will. In der im Client-Portal oder besser gesagt auf der Webseite wird es, glaube ich, noch etwas schwieriger, dann auch dementsprechend die CFDs zu finden. Hier würde ich einfach einmal wie folgt vorgehen, dass wir uns eine beliebige neue Watchlist aufrufen. Wir können die auch dementsprechend kurz mit dem Namen CFD beschreiben. Und stellen Sie sich vor, Sie wollen einen CFD für Apple oder für irgendeine Aktie. Sie geben einfach diesen Titel ein. Das ist wirklich bei der Plattform, muss man sagen, einfacher. In dem Webportal hatte ich es, glaube ich, auf den Anhieb auch gar nicht gefunden. Manche Sachen kann man aber einfach über das Client-Portal auch nicht eins zu eins handeln. Das ist bei den Optionsspreads ähnlich, wie wir es hier bei CFDs haben. Dann gehen Sie hier in den Bereich CFD rein, kommen hier auf die Anfrage, ob Sie auch das Underlying mit hinzunehmen wollen. Sie sehen, im Endeffekt muss man das Ganze nicht, weil beide sich natürlich hier exakt identisch bewegen. Von daher ist es jetzt nicht notwendig. Das heißt, wenn Sie den Datenfeed von Nasdaq oder von Apple haben, bekommen Sie natürlich auch dann die CFDs dementsprechend mit angezeigt. Und ansonsten ist es natürlich hier wichtig zu wissen, dann den richtigen Wert anzuklicken, also hier nicht auf die Aktie zu gehen, sondern auf das CFD. Vom Chart wird sich hier nicht viel ändern. Es ist natürlich aber wichtig dann für Ihre Ordereingabe, um hier die Order einzustellen. Und da ist auch der maßgebliche Unterschied, dass wir natürlich jetzt hier eine viel geringere Margin brauchen. Wir kaufen mal 100 Aktien von Apple oder besser gesagt dann in dem Moment 100 CFDs. Wir haben hier eine Größenordnung von 13.000 US-Dollar, eine Gebühr jetzt von 1 Dollar, die wir für die Order zahlen. Und jetzt das eigentlich Wichtige, wie ändert sich jetzt unsere Margin? Das heißt, wir haben eine aktuelle Margin von 1.900. Und jetzt sehen wir hier die Veränderung, 2.100 ist die Margin. Also um jetzt wirklich dies zu treten, müssten Sie ja als Cash 13.000 US-Dollar bereitstellen. In dem Moment sehen wir hier, das ist aber jetzt ein Euro, da die Basiswährung hier Euro sind, sind es nur 2.000 Euro. Also man kann jetzt grob sagen, ungefähr ein Fünftel von dem, was Sie jetzt eigentlich investieren müssten als Cash. Das ist natürlich der Riesenvorteil. Was ist der Nachteil? Der Nachteil ist, es ist natürlich eine Kostenstruktur, auch ein CFD ist beinhaltet. Das heißt, auch wenn Sie jetzt hier genügend Kapital haben, selbst wenn Sie die 13.000 für die Aktie haben, Sie brauchen natürlich hier nur das Geld von 2.000 für die Option. In dem Moment, wenn man die Position eröffnet, zahlt man dafür auch Gebühren und das ist halt gerade, wenn man Buy-and-Hold-Strategien fährt, der große Nachteil. Wir können es aber mal durchführen, schauen wir mal, wo wir liegen. Das sollte vom Preis her in der Form passen. Jetzt haben wir hier unsere Position eröffnet, genau zu, schauen wir mal rein, 1.3002. Sehen hier den CFD in Portfolio und gehen dann im nächsten Schritt einfach wieder den gleichen Weg, dass wir sagen, wir verkaufen das, reicht uns ja hier rein theoretisch in dem Moment mit einem kleinen Gewinn. Hier sehen Sie jetzt auch, unsere Margin hat sich natürlich jetzt verändert. Wie gesagt, 4.000 sind jetzt gebunden. In dem Moment, wenn wir es schließen, geht das Ganze natürlich dann wieder auf den Urzustand zurück. Schauen wir mal, dass wir gleich einen kleinen Gewinn hier mitnehmen können. Mal sehen, wie sich Apple demnach entwickelt. Also zum CFD-Handel, wichtig zu wissen, wie viel Margin brauchen Sie, welche Kostenstruktur liegt dahinter. Die Informationen finden Sie bei jedem CFD-Anbieter in der Regel auf der Webseite, muss man etwas genauer schauen. Also auch bei Interactive Broker sind die Informationen natürlich dort mit vorhanden und ansonsten bei weiteren Werten immer gleiche Vorgehensweise. Sie geben das Symbol ein, dann haben Sie die komplette Auswahl. Sie können natürlich den Wert auch an anderen Börsen rein theoretisch handeln, gehen auf CFD
Und dann fragt er, ob das Underlying mit angezeigt werden soll, ja oder nein. In dem Fall bin ich jetzt hier einmal auf Nein gegangen und so können Sie dann sich Ihre eigene Watchlist hier kreieren. Wenn Sie diese Watchlist abspeichern, sollten Sie diese dann auch dementsprechend im Client-Portal oder auf Ihrer mobilen Anwendung finden, dass Sie auch dort die CFDs, die Sie handeln wollen, ohne Probleme aufrufen können. Also ganz wichtig, vielleicht das erstmal wirklich in der Plattform anzulegen, um dann auch mit den Listen auf dem Handy oder auf dem Client-Portal dementsprechend arbeiten zu können. Das ist es eigentlich im Großen und Ganzen zu den CFDs. Wichtig, wie gesagt, genau die Kostenstruktur zu beachten. Vorteile, denke ich mal, sind ja jedem soweit geläufig, wenn man sich mit den CFDs auseinandersetzt. Aber viel mehr gibt es in dem Moment zu den CFDs jetzt für den Einstieg, für den Beginn nicht zu sagen. Sie können dort genauso, wie Sie es überall gewohnt sind, natürlich Ihre Stop- und Targets setzen. Also im Prinzip alles identisch wie zur Aktie. Wir können es nochmal ganz kurz durchspielen für Facebook, dass wir auch mal so einen CFD-Trade vielleicht mit einem nachgelagerten Stop- und Target durchführen. Das heißt, im ersten Schritt hier auf Kauf einstellen. Das ist, wenn man einsteigt, es sei denn, Sie wollen natürlich leer verkaufen. Und dann haben Sie hier über die Advanced Orders die Möglichkeit, sofort einen Stop-Loss- und Profit-Taker mit anzubinden. Das werden wir jetzt in der Form einmal für Facebook durchführen. Safe. So, jetzt haben wir hier unten schon die aktuelle Order. Jetzt schauen wir mal, wo Facebook aktuell steht. Bei 38. Und hier auch nochmal, das ist jetzt im Endeffekt meine aktuelle Margin. Bei Facebook sind es dann 5.000. Facebook kostet natürlich auch mehr als das Doppelte, was wir bei Apple hatten. Aber nochmal zum Vergleich, der eigentliche Wert der Position sind 31.000. In dem Moment brauche ich 5.000. Wir sind hier, wie gesagt, die Werte sind leider alle in Euro, das sind die Dollarbeträge. Also ungefähr, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, sind wir hier auch so bei einem Fünftel etwas darüber. Also 20% kann man rechnen, der Aktienwertes müssen Sie an Margin hinterlegen, um dann dementsprechend die CFDs zu handeln. Aber auch wenn ich mich da wiederhole, wichtig für Buy and Hold, meines Erachtens nicht wirklich geeignet, da Sie halt diesen Zinsen zahlen, egal wie viel Kapital Sie haben. Und wenn Sie jetzt einen CFD für 2 Jahre halten, was sich gar nicht bewegt, machen Sie automatisch Verluste durch die Kosten, die bei einem CFD dann halt zusätzlich noch mit anfühlen. Jetzt gehen wir mal rein, mal sehen, ob wir den Preis noch bekommen. Wir sind bei 54. Den bekommen wir leider nicht mehr, aber wir können den noch einmal nachschlagen oder nachjustieren. Bid und Ask, also Sie sehen ja auch immer die Bid und Ask-Kurse, das ist alles 1:1 identisch. Und jetzt sind wir auch bei Facebook drin, sehen, haben schon den kleinen Gewinn, 7 Dollar, können wir eigentlich auch gleich wieder mitnehmen. Ging ja nur hier mal um die Präsentationszwecke. Jetzt schauen wir mal, Facebook Verkauf. Jetzt schauen wir, das war, es springt natürlich etwas schnell, aber wir setzen mal die Limit Order hier mit rein, um natürlich die Position dann wieder auch zu schließen. Mir ging es jetzt hier nur darum, das Ganze mal dementsprechend zu dokumentieren, Ihnen zu zeigen. Gebühren, wie gesagt, sind identisch zu den Aktien, was die Ordergebühren anbelangt. Und schon sind wir bei Facebook draußen. Jetzt schauen wir kurz ins Portfolio. Haben in der Form, hier sieht man es, 10 Euro mit diesem Trade verdient. Darunter ist der Apple CFD-Trade, der jetzt mit 2 Dollar am Plus ist. Also das waren die 2 CFD-Beispiele und wichtig, wie gesagt, die Liste speichern. So können Sie das dann auch dementsprechend in Ihren anderen Applikationen mitnutzen. Das war alles für den Moment. Wenn Sie auch keines der weiteren Videos verpassen wollen, subscriben Sie zu unserem Kanal. Ich würde mich freuen. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.